Ich bin jetzt hier im Flüchtlingslager in Hamanli in Bulgarien. Ich war schon vor einem Jahr hier. Damals stand das Lager in weiten Teilen leer. Es waren nur 300 Flüchtlinge hier, jetzt sind es 3000. Überwiegend kommen jetzt Flüchtlinge aus Afghanistan und viele, wie uns berichtet wurde, auch aus ökonomischen Gründen. Es sind aber auch sehr viele Syrer hier, sehr viele syrische Familien mit vielen kleinen Kindern, die hier leider keinen Schulunterricht haben. Aber man kann feststellen, dass hier alles versucht wird, eine vernünftige humanitäre Unterbringung zu gewährleisten. Und wir müssen abwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt. Ich glaube, es gibt eine Verantwortung der EU, auch zu gucken, dass die Länder, die als erstes betreten werden, von den Flüchtlingen auch die notwendige Unterstützung erhalten, damit hier vernünftige Zustände herrschen und auch damit diejenigen sich nicht weiter auf die Reise machen, sondern hier die Verfahren entschieden werden können. Also ich habe den Eindruck, dass hier sehr gut gearbeitet wird, aber natürlich auch nur begrenzte Mittel vorhanden sind.